So, hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philips. Kanada Trucker Philipp. Ja, es ist Sonntag, der Frühling hat gestartet. Also morgen soll es noch mal schneien. Gab eben eine ganz große Warnung im Wetterbericht. Oh, morgen ganzen Tag Schnee. Ja, wie ihr seht, bin ich nicht am Truck. Ich mache einfach jetzt mal einen langen Sonntagsspaziergang. Weil ich im letzten Video gesagt habe, dass ich halt ein Wackeln im Lenkrad habe. Ein sehr großes, also ein sehr starkes Wackeln. Großes Wackeln. Ein sehr starkes Wackeln. Und ich war erst Freitagnachmittag wieder da. Und ich denke, dass sie es Freitag nicht mehr geschafft haben, danach zu gucken. Dementsprechend werden die wahrscheinlich morgen das reparieren oder kontrollieren oder wie auch immer. Und wenn es morgen schneit, ja, vielleicht fahre ich dann auch erst Dienstag raus, oder? Der nächste Punkt war, dass ihr gesehen habt, dass da, wo ich den Trailer hinstellen wollte, an der Truckwash, da war es übervoll. Wenn da viele Trailer stehen, dann ist das immer ein nicht so gutes Zeichen, dass halt wenig los ist. Und, oh, ist das geil. Und dementsprechend denke ich, dass ich jetzt erstmal ein bisschen zu Hause bleibe. Ich weiß nicht, wann ich rausfahre. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, aber es ist auch nicht schlecht, mal zu Hause zu bleiben. Wie ihr wisst, ich mache das ja ganz gerne zwischendurch. Ich bin ganz gerne zu Hause und bin dann sehr gerne draußen und mache dann ein paar Spaziergänge. So, ich werde jetzt da vorne ans Wasser gehen. Was ist schön heute. Der Frühling kommt wieder. Ich bin auch echt müde vom Winter. Ich habe es auch jetzt satt so langsam. Also, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, der lebt hier auch, der hat mal gesagt, du kannst irgendwann das Weiße nicht mehr sehen. Da war ich gerade in Kanada angekommen und ich habe dann so gedacht, ja, natürlich da. Ja, er hat recht, man kann es irgendwann nicht mehr sehen. Und wenn jetzt der Frühling kommt, dann kommt der Sommer und dann wird das richtig schön hier. Guckt euch das an. Ein bisschen windig, Entschuldigung. Hier war es auch letzte Woche grau und schneeig. Und jetzt ist es einfach schön, gerade. Also hier habe ich ja schon mal gefilmt, im Winter. Da war es dann grau und eklig. Oder in dem Video, ich bin noch zu Hause, bin ich hier in dem Schnee durchgeflücht, wo ich mich beschwert habe, dass ich kann. Oder mich gefragt habe, warum ich kein Allrad fahre. Warum ich dann ein Passat fahre in diesem Land. An die Leute grinsen wieder. Auch wieder in Frühlingsstimmung. So, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen hier, ne, was für die Figur tun. Bis später.
Ja, zwischendurch möchte ich auch nochmal Danke sagen. Wir haben jetzt 1133 Abonnenten. Ich bedanke mich dafür. Das ist super. Facebook-Gruppe wächst auch. Facebook Kanada Trucker Philipp 2.0. Könnt ihr ja mal gerne eine Anfrage schicken und reinschauen. Es sind sehr tolle Leute da. Sind alle sehr lieb zueinander und nett. Respektvoll, finde ich gut. Ja, wie gesagt, 1133 Abonnenten ist der Oberkracher gerade. Ich hatte irgendwie 60 neue letzte Woche. Ich hätte nie gedacht, dass das mal so einschlägt. Ja, ist ein kleiner Kanal, aber ich finde es halt toll. So, ich bin seit fast einer Stunde unterwegs, oder so 50 Minuten. Ich musste sogar die Jacke ausziehen jetzt, weil mir zu warm ist. Aber ich bin gleich zu Hause. So, das war einfach mal ein Spaziergang auf dem Sonntag. Ich musste das machen, weil es ist halt, wie gesagt, sehr geiles Wetter draußen. Es liegt zwar überall noch etwas Schnee, so wie ihr das sehen könnt hier. Das dauert auch noch, bis das weg ist. Hier ist die Feuerwehr. Von vielen Eisbergen. Aber es ist überall Tauwasser, es ist überall matschig und er ist der Hammer. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Heute, wie gesagt, kein Tacking, da meine LKW in der Werkstatt ist und da es ladungsmäßig, so wie es aussieht, weniger los ist. Bin ich heute zu Hause, ne? Ist ja auch mal ganz schön. So, zu Hause. Zeit für sich selber. Alles klar, ich komme wieder, keine Frage. Und ich mache jetzt hier das Video fertig und lade euch das hoch. Da habt ihr heute noch was zu sehen. Auf den Sonntag. Einen Sonntag frühen Abend. Tschüss.